Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Vortrag zur Prozessierung von Bahninfrastrukturdaten. Ich möchte im Folgenden etwas darüber erzählen, wie wir von der Romberg-Sessa Rail Group mittels Open-Source-Komponenten Daten, Geodaten und auch Fachdaten prozessiert haben. Und zwar ging es um Folgendes. Grundsätzlich unser Unternehmen ist tätig im Bahngleisbau, kann man so sagen. Also das heißt, wir unsere Kunden, die beliefern wir mit der Dienstleistung, dass wir ihre Infrastruktur einerseits von Grund auf aufsetzen und bauen, andererseits aber auch unterhalten. Und gerade wenn es um Letzteres geht, da haben wir ein eigenes Mess- und Diagnosefahrzeug. Da können wir dann die gesamte Infrastruktur damit abfahren und mit der entsprechenden Sensorik werden sehr viele Daten erhoben, die uns dann erlauben, eine Zustandsberichterstattung quasi durchzuführen. Also das heißt, diese Sensoren, die zum Teil sehr hochauflösende Daten erfassen, die erlauben es uns, dem Bahnbetreiber dann zu sagen, dieser und dieser Streckenabschnitt hat bereits beispielsweise diese und diese Schäden. Und folgende Maßnahmen empfehlen wir zur Unterhaltsarbeit. Das kann sein, dass man da einfach mal den Schotter wieder auflockern muss, dass man stopfen muss oder im schlimmsten Fall, dass man wirklich einzelne abgefahrene Schienensegmente ersetzen muss. Das ist immer wieder sehr, sehr lokal davon abhängig, wie groß die Abnutzung ist, beziehungsweise auch was die Pläne des Kunden sind. Diese Rohdaten, die wir erfassen, die werden in einem Spezialprogramm ausgewertet. Das nennt sich IRISIS. Das kommt von der Firma Erdmann und ist eine Spezialsoftware, ein Spezialsystem, mit dem unsere Spezialisten dann arbeiten. Das Ergebnis dieser Auswertungen ist eigentlich sehr gut. Nur die Schwierigkeit ist, dass es sich bei diesem System eigentlich um eine wirklich sehr spezialisierte Software handelt, die außer den Spezialisten quasi schwierig bedienbar ist. Also für beispielsweise Entscheidungsträger oder aber vielleicht auch einzelne Gleisarbeiter oder Verantwortliche ist das System schwierig zu handhaben, weil eben sehr komplex. Deshalb kam die Idee auf, dass man sagt, wir möchten eigentlich die Resultate, die wir damit aufbereitet haben, in einem Dashboard zur Verfügung stellen, sodass gezielt die Informationen aus den Ergebnissen verständlich aufbereitet und schnell zugänglich sind. Wie gesagt, es handelt sich bei diesem System um eine Spezialsoftware, eine Messdatenbank und sie ist komplex in der Anwendung, sie ist umfangreich, sie ist spezialisiert für die Aufgabe, und damit eben auch nicht für jedermann handelbar. Also für Basisanwender und entsprechende Schlüsselpersonen, die Entscheidungsträger sind, ist es zu komplex und deshalb ist ihnen quasi auch der Zugang in dem Sinn etwas verwehrt. Und ich habe es bereits erwähnt, wir möchten ein übersichtlicheres System in Form eines Dashboards erstellen und dabei gleich auch mehrere Datenquellen miteinander kombinieren. Das heißt, nicht nur unsere eigenen ausgewerteten Daten darstellen, sondern auch beispielsweise Videoaufnahmen, die parallel dazu gemacht werden, so dass man die Wahl hat, was möchte man sich an Informationen anschauen. Dazu wurde ein erster Prototyp mal durchgeführt, beziehungsweise ein Proof of Concept. Das wurde mit der Firma Esri durchgeführt. Wir haben sie also mandatiert, haben ihr die Ausgangssituation erklärt und das Ziel. Und Esri hat dann für uns mit den entsprechenden Prozessschritten ein Dashboard aufgebaut, wie das hier abgebildet ist, um dann zu zeigen, was ist möglich. Also Ausgangslage waren gewisse Gleisgeometrien und ein Export aus diesem System IRISIS. Und es galt nachher, diese beiden Datenquellen miteinander zu verbinden und so aufzubereiten, dass thematische Darstellungen wie in der Mitte möglich sind, aber auch entsprechende statistische Auswertungen.
Der Prozess dieses Geoprocessing umfasste unter anderem das Auftrennen der ursprünglichen Gleisgeometrie, man sieht das oben rechts, und die Verknüpfung der Daten aus IRISIS, die als Punktdaten vorlagen. Also wir konnten die IRISIS-Daten mit den berechneten Werten mit Hilfe von Länge-Breite, also Lat-Long-Werten, exportieren und diese standen dann so zur Verfügung. Anschließend mussten die Messwerte als Punktdaten mit den Liniengeometrien der Gleise fusioniert bzw. kombiniert werden, dass am Ende eine solche Darstellung wie unten in der Mitte dargestellt möglich ist. Die Aufbereitung der Daten, also bis zum Dashboard, hatte Esri manuell durchgeführt. Selbstverständlich kann man das natürlich auch mittels einer entsprechenden Workbench automatisieren. Dennoch, der Aufwand war groß und auch der Proof of Concept war nicht ganz günstig finanziell betrachtet. Was hinzukommt, ist, dass wenn wir diese Lösung mit Esri umgesetzt oder integriert hätten, dass doch einigermaßen hohe Lizenzkosten auf uns zugekommen wären oder beispielsweise bestanden hätten, weil einzelne Prozessschritte spezielle Tools der Esri Toolbox verlangten und diese unter anderen Lizenzbedingungen nur zugänglich sind. Und da stellte sich natürlich die Frage, gibt es Alternativen? Und wir haben uns dann entschieden, mal im Bereich der Open Source Software uns umzuschauen und zu schauen, was da möglich ist. Als Alternative habe ich dann für die Aufbereitung der Daten, und dabei möchte ich betonen, hier geht es nur um die Aufbereitung, nicht um die Dashboard-Erstellung, folgende Komponenten verwendet. Einerseits Python für die ganze Prozessierung, für die ganze Implementierung. Das habe ich in einem Jupyter Notebook gemacht. Die Daten selber habe ich eingelesen und bearbeitet in einer PostgreSQL-Datenbank mit dem Zusatz PostGIS und teilweise auch noch mit Google Auger für Formattransformationen bzw. das Einlesen der Daten verwendet und schließlich für erste Visualisierung Cookies bzw. im Jupyter Notebook dann auch noch Folium. Die folgenden Arbeitsschritte waren notwendig, um die Lösung zu erstellen. Also einerseits mal das Vorbereiten der Datenbank, die Erstellung der entsprechenden Tabellen für das Einlesen und die Struktur. Die Daten lagen vor als GeoJSON, das waren die Liniengeometrie der Gleisachsen, beziehungsweise als CSV-Datei, das war der Export aus dem erwähnten IRISIS-System. Die Aufbereitung der Daten umfasste folgende Schritte. Einerseits mal die Geokodierung. Da mussten wir die Lat-Long-Werte nehmen und dann ins lokale System umprojizieren, damit das Matching möglichst gut ging. Dann diese Aufsegmentierung der ursprünglichen Liniengeometrien. Ich erwähnte bereits, dass wir das in 25 Meter Abschnitte gemacht haben. Schließlich diese Verknüpfung der IRISIS-Daten mit den entsprechenden Liniensegmenten, damit diese dann entsprechend thematisch ausgewertet und dargestellt werden konnten. Dazu war eben eine Klassifizierung notwendig, gemäß der Kundenvorgaben und Bedürfnisse in die entsprechenden Klassen zur einfachen Lesbarkeit. Ja, und schließlich habe ich dann noch die Ergebnisse, also respektive die angereicherten Daten, diese Segmente gepuffert, damit ich sie in Folium für eine erste Visualisierung gut darstellen kann. Das Ergebnis sieht man dann hier. Also einerseits habe ich in der PostgreSQL-Datenbank die entsprechenden Tabellen mit den einzelnen Arbeitsschritten erstellt. Die stehen mir zur Verfügung. Und andererseits habe ich dann in QGIS die Daten visualisiert in Form einer thematischen Karte. Ich möchte nun ganz kurz noch die Jupyter Notebook zeigen, die ich da erstellt habe. Also ich gehe hier zuerst mal auf die einzelnen Prozessschritte ein. Einerseits habe ich mir mal ein paar kleine einfache Funktionen implementiert, dann die Verbindung zur Datenbank aufgebaut, schließlich die Struktur in der Datenbank erstellt, um das Einlesen der Daten vorzubereiten und dann wurden die Daten eingelesen. Also hier nehme ich den Export dieser Daten aus dem IRISIS-System
und lese sie entsprechend ein, beziehungsweise erstelle daraus dann die Punktgeometrien. Ich kann dann weiter auch noch die anderen Daten erstellen. Also hier sehe ich die angereicherten Informationen, die mir es erlauben, dann später die thematische Darstellung durchzuführen. So geht es weiter, dass ich dann die Daten einlese, entsprechend aufbereite und schließlich prozessiere. Also das heißt, ich muss dann auch die entsprechende Aufteilung der Liniensegmente machen, in diese 25 Meter, wie ich das erwähnt habe, speichere das dann auch wieder in einer eigenen Tabelle und so weiter. So gehe ich dann weiter durch, erstelle mir die entsprechenden Views, die ich sehen möchte, um damit zu arbeiten. Alles mache ich in dem Sinn, habe ich jetzt gelöst über SQL. Da gäbe es ganz bestimmt natürlich auch entsprechende Alternativen, das anders zu tun. Genau. Wenn ich damit durch bin, erstelle ich die Klassifizierung, also quasi eine Art Recoding, und für die Visualisierung mache ich den Export, einerseits im Format GeoJSON, andererseits mache ich diese erwähnte Pufferung, damit ich beispielsweise in Folium die Daten dann relativ schnell mal einsehen kann, um zu schauen, hat das soweit alles geklappt. Das wäre der Prozessablauf in der Datenbank. Für die Visualisierung habe ich dann eben noch ein separates Jupyter Notebook gemacht. Hier die ganzen Quellcodes für die Visualisierung, und das Ergebnis sieht dann so aus. Einerseits, dass ich hier diese interaktive Karte habe, ein Folium, wo ich beispielsweise jetzt einfach mal das Schienennetz als Geometrie habe. Da kann ich dann navigieren und mir die einzelnen exportierten Daten anschauen. Was ich in Folium nicht hinbekommen habe, ist eine saubere thematische Karte, also eine Choropletenkarte, wenn man so will, auf Linienbasis. Deshalb habe ich eben die Daten gepuffert. Einerseits mit 25 Meter Puffern, damit ich auch bei kleineren Maßstäben etwas mehr sehe. Andererseits aber dann auch mit größeren. Und ich kann dann hier beispielsweise die Bewertung so einstellen und anhand dieser Einfärbung dann auch sehen, aha, da gibt's unterschiedliche Zustände. Das hat also offenbar geklappt, dass das ausgewertet wurde, so dass ich das dann entsprechend für meine Dashboard-Erstellung verwenden kann. Ja, das war's eigentlich von meiner Seite. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich soweit zeigen konnte, wie gut eigentlich Open Source jetzt im ganzen Geoprocessing zur proprietären Software eine ausgesprochen gute Alternative darstellt. Vielen Dank fürs Interesse.